Herzlich willkommen zurück, liebe Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenhauer in Victoria 3 mit dem Kaiserreich Österreich. Ja, heute geht es weiter. Wir fangen direkt einmal an mit einer diplomatischen Tätigkeit, die wir lange schon erwarten. Nämlich jetzt haben wir die Beziehungen zu Montenegro auf die Stufe herzlich erweitert und können jetzt einen Verteidigungspakt bilden. Das heißt, wir hören erstmal auf, die Beziehungen dort zu verbessern und bilden direkt diesen Verteidigungspakt und schlagen ihn dort vor. Das muss nur noch angenommen werden. Jetzt seht ihr natürlich, wenn das passiert, haben wir minus 150 Einfluss. Das heißt also, wir können derzeit keine weiteren Beziehungsverbesserungen gleichzeitig hier mehr vornehmen. Wir sind also jetzt diplomatisch schon ein bisschen eingeschränkt. Aber das ist gar nicht so dramatisch, denn mit Sachsen und Dänemark haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Zukunftspartner hier im Visier. Bayern und Württemberg sind ja schon bei uns im Markt. In der Zollunion drin. Das ist ein wirklich sehr großer Erfolg, wenn wir diese drei Staaten hier zu uns holen. Dann haben wir Preußen, glaube ich, schon ein kleines Schnippchen geschlagen. So, dann gucken wir mal ins Journal. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit, eine Eventkette oder ein Ereignis auszulösen, nämlich das Institut für Philosophie. Dafür müssen wir mehr als 90% unserer Universitäten mit dem Institut für Philosophie ausstatten. Das habe ich nachgeguckt, das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Wenn wir mal gucken, wo ist hier die Universität? Wir haben nämlich in Österreich das umgestellt, aber in Böhmen noch nicht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das werden wir also auch mal direkt machen für 10 mehr Papierverbrauch, mehr Innovation, mehr Qualifikationsmöglichkeiten auch dort vor Ort. Sehr schön. Dann sollte dieses Ereignis eigentlich gleich direkt ausfeuern sozusagen. So, dann habe ich schon mal überlegt, in 3 Monaten werden wir die Technik der Eisenbahnen erforscht haben und dann können wir in Österreich direkt mit dem Bau einer ersten Linie loslegen. Das allerdings hat einige Implikationen, denn dafür brauchen wir Motoren, um das zu betreiben. Das kann man hier schon sehen. Braucht eben 10 Motoren, 10 Kohle. Diese Motoren haben wir natürlich nicht. Die wären baubar, wären sie in einem Motorenwerk, das wiederum sehe ich hier leider nicht angezeigt, weil das eine doofe Anzeige wieder einmal ist. Das muss ich hier unten nachschauen, aus irgendeinem Grund. Wenn ich hier drüber gehe, zeigt das mir an. Nämlich, wir haben dafür einen Verbrauch von 30 Stahl. Stahl haben wir noch gar nicht, also müssten wir entweder einhandeln, also wir können Motoren einhandeln, das ist extrem teuer, das habe ich bei dem Handel schon nachgeguckt, weil es nur 3 Produzenten bislang auf der Welt gibt, ich glaube Frankreich, Großbritannien und Preußen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist unglaublich teuer, es wäre also besser selber Motoren zu bauen mittelfristig. Wie gesagt, dafür brauchen wir Stahl aus einem Stahlwerk, ja, und Stahl aus einem Stahlwerk ist so ein Thema, 30 Kohle, 40 Eisen. Na klar, das brauchen wir dann, aber das muss auch erstmal hergestellt werden und das muss auch erstmal sich dann tragen. Jetzt ist natürlich das Thema, dass wir das aber schon mal langfristig hier in Auftrag geben sollten, damit wir das nachher als Infrastruktur komplett da stehen haben und nicht ewig warten müssen, bis wir die Eisenbahnlinien aufbauen können. Deswegen sollten wir da schon mal mit loslegen. Das müssen wir wahrscheinlich wirklich komplett staatlich ins Minus tragen. Das wird nicht anders gehen. Wo verarbeiten wir Stahlwerke? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Stahlwerke sind aber keine Minen. Die sind also von dem Rohstofferlass nicht betroffen, sondern von Fertigungswerken. Und ich würde auch sagen, dass es eigentlich Sinn macht, das auch wieder zentral in Österreich zu organisieren. Der Profit wird natürlich ganz schön gering ausfallen, das ist klar. Kohle, Eisen steigen im Preis dadurch wieder an. Und wir kriegen auch kaum Einnahmen, weil Stahl halt nicht verbraucht wird. Das heißt, dieses Gebäude, wenn es dann fertig ist, wird auf jeden Fall subventioniert werden müssen, ganz zu Beginn. Die Motorenwerke, auch die werde ich hier in Österreich schon mal bauen lassen. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, wie werden wir das hinkriegen, dass beides möglichst direkt vor unserer ersten Eisenbahn fertig wird. Das Blöde ist, dass wir die Technik jetzt noch nicht haben. Ich also jetzt in Österreich selber gar nicht gucken kann, wie lange der Bau brauchen würde. Baupunkte oder so? Steht das hier nicht dran?
5 Urbanisierung bringt das übrigens auch. Ja, schön. Tja, in Österreich erweitern. Hier steht nichts dran. Das ist ein bisschen doof. Da ich natürlich überhaupt nicht ahnen kann. Oder? Na, hier kann ich ja nicht auf das Plus-Symbol gehen, solange das nicht möglich ist. Ist bei Entwicklung, ne? Oder wo ist das? 450 Bau benötigt das. Ja, das können wir eben noch nicht machen. Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ich würde sagen... Tja, wo sortieren wir die jetzt ein? Ich würde sagen, genau, das ist nämlich jetzt das Problem. Wir brauchen ja alleine schon über einen Monat für die Eisenminen, über 4 Monate für die Kohleminen. Dann sind wir also schon mit unserer Eisenbahntechnik fertig, könnten die auch in Auftrag geben. Ich würde sagen, das ist mir noch wichtiger als die Häfen. Also werden wir das entsprechend hier beides nach oben stellen und wieder runtersetzen. Die Motorenwerke brauchen wir nach den Stahlwerken auf jeden Fall. So machen wir das und reihen das dort entsprechend schon mal ein. Gut, dann hatte ich einen Kommentar auf einem der letzten Videos, wo gemeint wurde, dass die unproduktiven Handelsrouten dazu führen, dass diese Route überhaupt nicht genutzt wird. Also, dass quasi diese 10 Werkzeuge gar nicht bei uns ankommen würden. Das habe ich nicht verifizieren können. Ich glaube, das stimmt tatsächlich nicht, denn sie kommen trotzdem an. Ich kann die Route natürlich deswegen, also ich sollte sie deswegen abbrechen, weil sie eben Minus erzeugt beim Handelszentrum. Jetzt müssen wir mal gucken. Diese Handelsroute Werkzeuge geht nach Kroatien. Entschuldigung, ich habe mein Mikro gehauen. Das war keine Absicht. Kroatien hier hat inzwischen auch eine Stufe 7 Handelszentrum, hat ja auch einen Hafen, Stufe 1. Und hier, wenn wir auf die Übersicht gehen, sehen wir, hier werden also die 10 Werkzeuge aus Sardinien, Piemont verarbeitet. Aber eben auch Bleiimport aus dem Kirchenstaat und Eisen aus Preußen auf Stufe 5. Sodass wir hier trotzdem noch einen Saldo von plus 1,08k haben, also 1080. Und die Produktivität wird natürlich steigern, wenn ich diese Handelsroute abbreche. Aber meines Wissens nach haben wir diese Werkzeuge und wenn ich diese Route abbreche, haben wir 10 Werkzeuge weniger in unserem Werkzeugebestand. Das können wir auch gerne mal überprüfen. Wir haben jetzt minus 110 und wir brechen jetzt einfach mal diese Handelsroute ab. Und dann gucken wir mal in die Details, ob ich da Zeit vergehen lassen muss für nein. Ihr seht also, minus 120. Also stimmt gar nicht. Die Werkzeuge werden eingehandelt, aber sie sorgen am Handelszentrum für geringere Einnahmen, für geringere Produktivität. Und deswegen hatte ich ja schon mal erwähnt, man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man nicht viele unproduktive Handelsrouten an einem Handelszentrum hat, weil das kann dazu führen, dass das Ding eben keine Rücklagen entwickeln kann. So, ich würde trotzdem schon mal gucken, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, da was zu importieren. Werkzeuge. Ja, es würde aus Hannover gehen, dann würde ich aber wieder Schiffe verwenden. Bei den Osmanen und bei Belgien. Bei Belgien aber auch wieder mit Konvois. Die will ich eigentlich jetzt ziemlich sparen. Also werden wir mal etwas von den Osmanen holen. Das ist ja immerhin auch ein bisschen besser für das Handelszentrum. Wobei jetzt die Frage wieder ist, und da habe ich keine Übersicht, wie das genau gerechnet wird, wo die zugeordnet werden, zu welchen Handelszentren. Und das ist jetzt nämlich so, dass das jetzt nach Venetien geht. Von den Osmanen nach Venetien, von Sardinien, Piemont aus irgendeinem Grund nach Kroatien. Ich habe keine Ahnung, wie da die Logik ist, die Verteillogik der Routen. Wenn mich da einer drüber aufklären könnte von euch oder eine Person in den Kommentaren, das wäre super hilfreich, denn dazu habe ich bislang leider noch nichts gefunden. Okay, so, das hätten wir also auch. Dann möchte ich jetzt gerne mit einem Erlass oder mehreren Erlassen arbeiten. Wir haben nämlich hier 150 Bürokratiepunkte übrig. Und ich würde gerne einmal die Rohstoffindustrie fördern in unseren wichtigsten Produktionsgebieten. Das ist meiner Meinung nach Mähren für Kohle und Westslowakei für Eisen. Das können wir uns hier nochmal anschauen. Hier sehen wir nämlich bei den Gebäuden hier in Böhmen, da haben wir 2 Kohleminenstufen und 5 Eisenminen. In Mähren haben wir 5 plus 1, da werden wir also demnächst 6 Stufen Kohleminen haben, kein Eisen. Und in
Westslowakei haben wir 7 plus 3, also insgesamt nachher 10 Eisenminenstufen. Dementsprechend würde ich gerne, wenn, dann auf jeden Fall Kohle und Eisen hier in Mähren und der Westslowakei mit einem Erlass fördern. Ich meine aber, dass wir nur eins fördern können, weil wir ja nur 150 Punkte haben und das kostet uns 100 Autoritätspunkte, das durchzuführen. Deswegen wäre es mir noch wichtiger, hier in der Westslowakei den Eisenoutput zu fördern. Ja, und damit kann ich hier keine weitere Förderung machen, da wir zu wenig Bürokratiepunkte derzeit haben. Autorität, nicht Bürokratie, verzeiht, ich habe mich vertan. Da wir diese ganzen Verbrauchsteuern haben, die aber, finde ich, auch wichtig sind, denn wir kommen ja so aktuell gerade mal ins Plus rein und das wird in Zukunft weniger werden. Von daher werde ich das so beibehalten. Dann ist zumindest jetzt hier die Eisenminen, die ja noch aufgebaut und erweitert werden, gehen jetzt von einem Durchsatz von 39% Bonus auf 59% Bonus. Und ihr seht, wie wichtig dieser Event-Effekt für die nächsten Jahre ist, dass wir hier durch den Einsatz der atmosphärischen Dampfmaschine noch mehr aus den Minen rausholen. Das wird hier unsere Erträge doch sehr stark erweitern. Ihr seht es hier, geht auf 371 pro Woche hoch und wir sind ja hier noch nicht mal im kompletten Ausbau drin. Es sind noch nicht alle Beschäftigten da. Also hier werden wir jetzt die Eisenproduktion sehr stark ankurbeln. So, die Postersparnisse fangen sich an, in unserem Land zu verbreiten. Ja, so wie die Deutschen in der modernen Zeit. Naja, das sind zwar keine Postersparnisse, aber die hatten ja auch lange, hatten wir hier den Ruf einer Sparnation. Ja, wir bilden quasi Rücklagen des Staates durch diese Postersparnisse jetzt hier im 19. Jahrhundert schon aus. Sehr interessant. Naja, Russland möchte einen Handelsvertrag mit uns eingehen, der uns, glaube ich, aber etwas kosten wird. Wenn ich das richtig sehe, kostet ein Handelsvertrag 100 Unterhalt. Das kann ich gar nicht machen, weil ich derzeit noch einen Verteidigungspakt offen habe mit Montenegro. Wenn die den annehmen, verliere ich 150 Punkte. 210 minus 150 sind nicht über 100. Also muss ich leider ablehnen, liebe Leute. Das wäre keine kluge Aktion. Und Montenegro nimmt postwendend auch den Verteidigungspakt an. Das heißt also, Montenegro steht jetzt unter unserem Schutz, werden ihre Beziehungen mit uns dadurch automatisch langfristig verbessern. Und die Osmanen können hier nicht einfach so angreifen. Wobei, ich glaube, die haben gerade ganz andere Themen hier. Wobei, Ägypten verliert hier viel im Kernland gegen Tripolitanien. Auch irgendwie eine spannende Entwicklung. Gut, was hatten wir noch? Bataillone lasse ich erstmal liegen. Militärwaren sind teuer. Ja, I know. Das ist nicht so schön, glaube ich, für unsere Gesamtfinanzen. Wieder ist ein Interesse offen hier. Und wieder wurde uns die Neppe rausgenommen. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich werde das einfach immer mal wieder wie so ein Sisyphus korrigieren, der die ganze Zeit den Stein den Berg hoch schiebt oder die, ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was das für eine Unlogik ist, dass wir die ganze Zeit ein Interesse verlieren und wieder bekommen. Vielleicht hat das jemand von euch besser im Griff. Ja, hier brauchen wir weitere Konvois, um die Stufe zu erhöhen. Das ist nämlich Stufe 11 und könnte noch erhöht werden. Muss aber gar nicht unbedingt sein, denn wir haben ja hier einen ganz okayischen Preis erreicht. Finde ich also jetzt auch nicht so dramatisch. Das können wir eigentlich mal so weglassen. So, Besteuerungskapazität, ja, da sind wir hinten dran in der großen Baureihe. Lass uns mal ein bisschen Zeit hier vergehen. Denn derzeit sehe ich nicht, dass wir noch sonderlich viel tun können, außer dass wir jetzt eigentlich mal gucken. Eisen wird wieder ein bisschen günstiger, Papier etwas teurer, das geht alles noch. So, was haben wir hier? Mehr als 90%, das haben wir abgeschlossen. Beliebiges Gebäude, Universitätsgebäude, Belegung größer als 90, Gebäudestufe. Ach, wir brauchen eine Uni, die muss dann größer als Gebäudestufe 5 sein. Das haben wir natürlich noch nicht. Unsere Unis sind hier auf Stufe 2. Das heißt, wir könnten jetzt die Uni erhöhen in Österreich zum Beispiel. Das ist ganz nett, kostet natürlich wieder einiges. Problem ist, unsere Baureihe ist jetzt schon so lang und jetzt noch mehr Kosten hier durchzuhauen, finde ich ehrlich gesagt
nicht wirklich förderlich an der Stelle. Das machen wir später und wieder ist Interesse frei. Meine Güte, ist das nervig. Ich verstehe nicht. Ich bleib jetzt mal hier im Fenster drin. Interesse erklären. Haben wir gemacht. Es ist mir echt ein Rätsel, warum das einfach weggenommen wird. Wir haben immer maximal 6 Punkte. Das hat sich noch nie geändert. Aber irgendwann fliegt das Interesse einfach raus an den Nepro. Und ich verstehe nicht, warum. Da. Ja, hier. Ihr seht, der Maximalwert schwankt manchmal. Ach, das ist ja nervig. Das ist ein Spielebug. Weil aus irgendeinem Grund dieser Wert für einen Tag schwankt und wieder hochgeht. Und dann schmeißt er uns das Interesse raus. Das ist natürlich echt ein blöder Bug, den sie dringend beheben müssen. Weil das sorgt dafür, dass wir eigentlich micromanagen müssen bis zur Hölle. Und das finde ich, das ist natürlich richtig blöd. Na gut, kann ich aber nicht ändern. Ist so, wie es ist. So, Eisen wird wieder etwas günstiger. Ja, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, weil der Output hier der Westslowakei natürlich... Ja, guckt euch das mal an. Von 370 auf 512 hochgegangen. Der Preis ist dadurch wirklich eine ganze Ecke abgesunken. Also ihr seht, diese Erlasse sind teilweise richtig essentiell und ihr seht auch, dass die Konzentration auf einzelne Staaten bei solchen Produktionsreihen hier richtig, richtig gut sein kann, wenn man solche richtig tollen Provinzen hat, wo man hier 63 Stufen ausbauen kann, 44 Kohle. Jetzt haben wir natürlich die Kohle leider hier ausgebaut. Da hätte man schon fast argumentieren können, ob man da nicht alles in die Westslowakei reinsteckt. Das wäre natürlich ein sehr großer Aufwand gewesen. Hätte aber dafür gesorgt, dass wir nur einen Erlass brauchen. Den zweiten kann ich derzeit nicht tätigen. Mir fehlen einfach die Punkte. Übrigens habe ich gesehen, Ferdinand ist nicht mehr ganz so verhasst wie früher. Er ist nur noch unbeliebt. Warum? Er ist ein Demagoge geworden. Das sorgt dafür, dass seine Aristokraten noch ein bisschen stärker werden politisch und die Pop-Anziehung um 15% erhöht wird. Dieser Charakter ist bekannt für seine Reden, die auf bestimmte Wünsche oder Vorurteile abziehen. Also so ein kleiner Mini-Hitler hier oder was? Ich weiß es nicht. Na gut, Demagogen gibt es ja mehr als nur Hitler. Der ist dafür bestimmt am besten bekannt, euch bekannt. Ja, und dadurch wird er etwas beliebter und man verzeiht ihm vielleicht ein Stück weit seine merkwürdigen psychologischen Gebrechen und seine Arroganz zumindest. Sehr interessant. Na gut. So, Nassau hat eingewilligt, ein Protektorat Preußens zu werden. Ach, guck mal an, die haben sich dieses kleine Nassau hier geschnappt. Na gut, die Importroute von Belgien wurde erstellt, Stufe 6. Ja, die holen sich jetzt wieder Eisen, das wird also wieder teurer werden. Eisen aus Preußen ist jetzt unproduktiv. Ja, und das ist jetzt wirklich eine krasse Entwicklung, aber ist eben auch eine Stufe 10 Route, die uns 325 Eisen bringt. Ich glaube, das wird jetzt deswegen unproduktiv, weil wir ja so viel mehr Eisen produzieren und damit wahrscheinlich auch die Preislast, wenn man so will, oder die Not. Ja, guckt mal hier, wir haben sogar ein Plus erreicht derzeit von 102. Deswegen ist das jetzt unprofitabel geworden. Ich bin aber mit euch ganz ehrlich, dann würde ich aber lieber hier mit dem mit Hannover aufhören, die für 63 Konvois hier dieses Ding zu handeln. Wo liegt denn dieser Handel? In Kroatien auch wieder. Oh, das ist ganz schlecht, da werden die baden gehen, glaube ich, mit dem Handelszentrum. Ihr seht Produktivität direkt auf Null. Das ist ganz schlecht. Die werden hier ziemlich weggewurstet. Also da muss ich eine Veränderung herbeiführen. Das ist jetzt tatsächlich zentral. Ich will aber nicht diese Route stoppen, denn ich glaube, sie wird produktiver werden, wenn wir die anderen Routen wegnehmen, die wir hier haben. Denn wir haben jetzt einen Plus von über 100 und wir haben hier genau ungefähr 100 irgendwas mit den Staaten Toskana und mit Hannover. So, das sind nämlich Handelsrouten für Istrien und für Venetien. Und denen geht es, glaube ich, beiden handelstechnisch richtig, richtig, ne? Also Istrien geht es nicht so super gut. Das zieht wieder was anderes nach sich. Aber ich glaube, Venetien, die können auf jeden Fall einen Abbruch der Route vertragen. Das war diese Route hier für 8,7.
Wie viel machen sie plus pro? 17,9, dann haben sie unter 10. Das ist aber okay. Das können wir also machen. Ob es das löst mit Preußen, weiß ich nicht. Aber wir werden es mal probieren. Das nehmen wir mal raus. Importroute für Eisen aus Hannover abbrechen. Istrien hat 12,7 pro Angestellten. Das ist natürlich heftig hier. Denn Istrien hat ja nur 10 Produktivität. Wie sieht es denn hiermit aus? 3, 16, 12. Warum haben die denn insgesamt so ein Problem, wenn ich diese Route hier rausnehme? Ach so, weil das die Angestelltenwerte sind. Das ist ja nicht leicht die Produktivität hier. Sie haben aber auch ordentliche Rücklagen. Ich würde das mal riskieren, das wegzunehmen. Das wird aber wahrscheinlich den Saldo ins Minus überführen. Vielleicht müssen wir da kurzfristig subventionieren. Ich würde es aber trotzdem mal probieren, weil ich will das jetzt einfach mal testen, wie das dann läuft. Ja, es wird immer noch, es macht immer noch krasses Minus, aber halt weniger krass. Aber das reicht in Kroatien, glaube ich, trotzdem dann nicht aus. Weil diese Route minus 7 macht und wir machen plus 5 hier. Also wir bräuchten jetzt hier eigentlich mehr Handelsrouten mit für Kroatien, damit das funktioniert. Und da müssten wir echt einiges noch machen, dass das funktioniert. Müssten also über 5 pro Angestellten hier ausgleichen, damit das Ganze überhaupt irgendwie minus macht. Irgendwie ins Plus kommt. Zölle und Gehälter geben wir aus. So, jetzt hatte ich ja bei Eisen hier den Importzoll komplett rausgenommen. Also davon kriegen sie ja keine Handelsverluste in dem Handelszentrum bei einer Importroute. Die Exportzölle sind so teuer wie eben möglich hier für diese Eisenrouten nach Belgien, Frankreich, Osmanen und ins Osmanreich und nach Großbritannien. Das stellt ja wiederum viel Geld her, allerdings immer nur in die britischen und in die fremden Handelszentren, ist ja klar. Da wird das dann... Nee, wir bekommen das Geld, genau. Ach, ich bin jetzt verwirrt. Mann, das ist aber auch echt kompliziert. Also, tja, Importrouten. Was wäre denn dringend zu handeln derzeit? Wir sind nach wie vor bei Kohle problematisch unterwegs. Da sind wir immer noch bei minus 200 plus 40%. Kohleimport wäre drin. Was ich mich allerdings frage, ist, ob wir hier sehen, ja, wir sehen, das bringt sowieso alles nichts. Das würde importieren, steht hier irgendwo drin, zu welchem Handelszentrum das geht? Nee, ne? Das... Wird das auf der Karte hier irgendwo angezeigt? Wohin der Pfeil dann führt? Nee, wird es auch nicht. Das ist ja wirklich blöde. Dann geht das schon mal nicht. Und wir können wirklich nur mutmaßen. Ich lasse es mal kurze Zeit lang weitergehen, aber wir sehen, na, die Produktivität liegt bei 2, aber es macht trotzdem Minus. Da die Route aber meines Erachtens nach sehr wichtig... Oh ne, jetzt ist sie doch besser. Jetzt ist eine andere Route aus Preußen wiederum unproduktiv. Das hatten wir schon gesehen. Regierungswaren Eisen sind wieder teurer geworden. Ja, logisch. Jetzt habe ich wieder minus 500. Also sag mal Leute, ich habe doch minus 100 weggenommen und jetzt habe ich minus 500. Also der Handel ist um minus 100 reduziert worden, aber meine Produktion ist auf einmal... Was ist denn hier los? Also das ist so super schwierig zu lesen hier. Ich habe keine Ahnung, woher die ganzen Kaufaufträge mit einmal herrühren. Ist das jetzt, weil der Bausektor wieder mehr hat oder... Ich meine, die Waffenfabriken haben doch immer das Gleiche, was sie benötigen. Die Werkzeugfabriken auch. Stahlwerke? Welche Stahlwerke? In Württemberg... Ah, okay. Ja gut, weil jetzt die in Württemberg ein Stahlwerk gebaut haben offensichtlich. Was übrigens für uns gar nicht schlecht ist. Gucken wir mal. Handelsrouten.
Ja, genau, die Belgier. Ach, daher kommt das. Die hatten ja eine neue Handelsroute etabliert, die uns jetzt wieder was wegzieht. Ach Mann, ey. Es ist aber auch nervig, ne? Dass diese Preise immer so riesig schwanken und alle immer so viel haben wollen davon. Die toskanische würde jetzt hier. Also, das ist auch echt schwer zu beurteilen. Guck mal, wir haben jetzt hier beim Eisen eine Route, die mit Preußen Stufe 9 ist und tatsächlich wieder ein bisschen was abwirft. Aber das ist jetzt die einzige Handelsroute und ich glaube, sobald ich wieder eine andere Handelsroute nehme, wird die wieder improfitabel. Wir testen das mal. Eisenhandelsroute zurück zu den Toskanern. Stufe 4, das ist hier die höchste. Und dann gucken wir uns mal an, wie sich die Routen hier entwickeln. Ist erstmal direkt schon mal etwas weniger. Nassau unterstützt Preußen, wer hätte das gedacht? 7,9, es wird sogar noch höher hier. Ja, das muss ja erstmal alles steigen. Das dauert jetzt ja, bis das die Stufen hochgeht. Und dann seht ihr, dann geht das rauf, dann geht das wieder ein bisschen runter hier. Also Eisen ist jetzt wieder eine ganze Ecke teurer. Stufe 4 war, glaube ich, das Maximum. Ja, und ihr seht, umso höher das jetzt wird mit dem Eisen, umso weniger effizient wird das mit Preußen. Also eine solche Route könnte man sich noch genehmigen für Stufe 2 hier, dann ist aber wirklich Feierabend. Was ja auch irgendwie lustig ist, weil wir jetzt die alten Routen wieder nehmen im Prinzip. Ich nehme also jetzt wieder die Route mit, ja, nehme ich die mit Hannover? Die wollen wir ja langfristig auch ein bisschen pampern hier. Ja, machen wir das. Braucht 35 Konvois, muss aber sein. Und jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder eine Neuentwicklung. Müssen wir mal gucken, Stufe 2. Aber Preußen bleibt jetzt hier mit der Route im Plus. Und ich kann euch auch sagen, warum. Nämlich, weil ja jetzt der Bedarf an Eisen so viel höher ist durch den Kaufauftrag durch Belgien. Also, und dass das geschwankt hat, das hat diese Probleme verursacht mit dieser einen Handelsroute. Ihr seht, wie komplex das ist. Alles hat Einfluss aufeinander. Jeder Kaufauftrag, jede Handelsroute, die abgebrochen oder neu gestartet wird, wirbelt die Ergebnisse hier irgendwo zusammen. So, wir bauen jetzt hier auch schon das Stahlwerk. In 21 Wochen soll es fertig sein. Die Technik der Eisenbahn ist aber auch sofort in einem Tag fertig. Die erste Eisenbahn mit Dampflokomotive wurde gebaut, um Passagiere zu transportieren. Erst später begann man sie auch für industrielle Zwecke zu nutzen. Die effiziente und schnelle Transportmethode machte Kanäle bald überflüssig, selbst wenn letztere erst wenige Jahre zuvor für exorbitante Kosten fertiggestellt worden waren. Na denn, wir haben jetzt hier einige Produktionsmethoden, und zwar Eisenbahntransporte. Das kann man verwenden, um Arbeiter zu sparen, also um ein bisschen Automatisierung zu betreiben für verschiedene Gebiete, wo es an Arbeitskräften mangelt. Da müsste ich mich jetzt also nochmal informieren, wo das auch eine relevante Methode wäre. Und hier können wir jetzt eben unsere Eisenbahn in Österreich schon mal anfangen zu bauen. Und ich würde sagen, dass wir das dann auf jeden Fall schon mal hinter die Motorenwerke basteln. Das sieht ganz gut aus. Die letzte Eisenmine wird hier noch gebaut. Dann sind die Häfen, Schwefelminen, Papierfabriken dran. Okay, und wir brauchen eine neue Forschung oder können eine neue Forschung einstellen. Ich würde sagen, also ich habe erstmal geliebäugelt hier mit den Zündhütchen, damit man irgendwann eine Munitionsfabrik endlich mal bauen kann für ein verbessertes Militär. Was ebenfalls interessant wäre, wäre dann noch die Zentralarchive. Die setzen unsere Besteuerungskapazität nach oben. Und wir können in der Regierungsverwaltung standardisierte Ablagesysteme einrichten. Gucken wir mal, was das bedeutet. Regierungsverwaltungen sind hier oben links. Genau. Von Aktenschränke auf standardisiertes Ablagesystem. Dadurch würden wir hier wesentlich mehr Bürokratiepunkte bekommen. Ihr seht hier, naja, wesentlich mehr ist gut. 150 ist jetzt nicht so viel. Aber naja, 150 Punkte würde uns hier wieder ins Plus bringen und die Steuerverschwendung beenden. Das wäre schon nicht ganz unwichtig, ist jetzt für mich aber auch nicht Priorität Numero Uno. Deswegen machen wir das. Wir werden erstmal beim Militär hier die Zündhütchen erforschen.
Das dauert noch 25 Monate. Technikverbreitung haben wir ja auch noch. Und zwar, wie wir gesehen haben, Postersparnisse, Logistik und intensiver Ackerbau. Oh, Logistik wird hier auch. Aha. Einberufbare Bataillone plus 20%. Ja, es ist okay. Können sie ja nebenher machen. Das ist ganz nett, dass uns diese Erkenntnisse dann auf Dauer auch erreichen. Gut, 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 gut. Ja, das Interesse, das Thema kennen wir schon. Ich glaube, das mache ich jetzt immer offscreen. Das ist irgendwie nervig, dass man das laufend wieder machen muss. Ja, Eisen von Hannover bräuchte weitere Konvois. Unsere Hafenausbauten wären jetzt langsam mal wichtig. Ich habe gesehen, wenn wir jetzt in Kroatien auch noch einen Hafen hier haben, da könnte man den eigentlich auch noch ausbauen, richtig? Für mehr Konvois hier. Dann müssten wir den Hafen auch hier irgendwo einsortieren. Das würde ich jetzt mal ganz kurz noch machen. Vor die Schwefelminen, dass wir dann hier weitermachen. Super. Okay, Stahlwerk wird gebaut. Motorenwerk schließt sich dann bald schon an. Und dann können wir mit den ersten Eisenbahnen hier loslegen. Super. Ich hatte gesehen, in Württemberg gibt es auch den Bau eines ersten Stahlwerks hier. Die warten natürlich noch auf Beschäftigte, aber produzieren schon das erste Stahl, das ja jetzt in unserem Markt liegt. Das heißt also, ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen voreilig. Das konnte ich natürlich nicht wissen, dass die jetzt auch ein Stahlwerk bauen. Dass wir hier aus Württemberg uns drauf verlassen, den Stahl zu beziehen. Ob das funktioniert, müssen wir mal beobachten. Vielleicht, ja, oder können wir zumindest mehr Motorenwerke, mehr Eisenbahnlinien finanzieren damit. Das ist eigentlich auch sehr gut. Schön. Gut, also die Modernisierung unseres Landes schreitet allmählich voran hier im Jahr 1839. Und beim nächsten Mal machen wir natürlich weiter. Bis dahin macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.